Eine Frage zu der Akzeptanz, die haben Sie ja eigentlich alle drei betont. Wir sind in einer Phase der Pandemie, die ernst ist. Was es eigentlich geht, sollte ein zweiter Lockdown kommen, wird es für Deutschland erheblichste Schädigungen haben, wird den Wohlstand unseres Landes fundamental gefährden und für die nächste Generation, für Schulen, für Schüler, für Kinder und Kitas dauerhafte Schäden verursachen. Wir sind im zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Wir haben einen Haushalt verabschiedet auf der Bundesebene, der über 250 Milliarden Neuverschuldung allein in diesem Jahr hat. Und deshalb können wir uns auch ökonomisch eine zweite Welle, wie wir sie im Frühjahr hatten, mit solchen Folgen nicht leisten. Das heißt, wir müssen alles tun, um wirklich die Infektionszahlen im Griff zu behalten und die Kontakte nachzuvollziehen. Und dazu müssen wir mit den Zahlen an einigen Stellen runterkommen. Wie die Zahlen sich gerade entwickeln, in welcher Dynamik, wenn wir sehen, was um uns herum passiert, dann ist es wirklich höchste Zeit, vielleicht gar nicht mehr 5 vor 12, sondern Schlag 12, um jetzt die Weichen richtig zu stellen. Es steht unglaublich viel auf dem Spiel und wir brauchen einen langen Atem. Es ist jetzt wirklich eine entscheidende Phase. Wenn wir weitergehende, tief einschneidende Maßnahmen vermeiden wollen, wenn wir erhebliche Konsequenzen, nicht nur für die Wirtschaft, sondern für unser Zusammenleben, wenn wir große soziale Konsequenzen vermeiden wollen, wenn Kinder nicht, wie wir es ja erlebt haben, wie es sein muss, zur Schule gehen können und, wenn wir all das vermeiden wollen, kommt es jetzt wahrscheinlich genau auf die nächsten Wochen an.